Ja, hallo und wir starten wieder eine kleine Wandersache. Wir sind in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen am Sonnenbichel und wir wollen uns ganz gerne eine Ruine anschauen und noch danach einen See mit Restaurant, wo wir vorhaben zu essen. Schauen wir mal. Los geht's. Gut. Als erstes geht es jetzt zur Ruine Werdenfels, Werdenfelser Hütte. Die Hütte interessiert uns nicht, aber die Ruine und dahinter befindet sich auch ein Stück weiter ein Wasserfall. Müssen wir mal schauen, wie weit der da noch weg ist, ob wir uns den vielleicht auch noch anschauen. Los geht's. Weiter geht's. Weiter. Ja, wir haben jetzt gerade schon gesehen, oh, hier kommt das nächste Schild. Hier gibt es auch einen Lehrpfad. Ja, zum Teil naturbelassen stand auf dem letzten. Aber das heißt, wir können hier auch 2,5 und 6, 2,5 und 2,6. Man kann hier also auch etwas lernen. Ja, hier gibt es schon ein Burglehrpfad, ist das wohl hier, Werdenfels, Tafel 5. Okay, da gibt es mehrere. Und hier hat man hier die einzelnen Strecken, genau. Jo, hier, achso, ist noch eine Agenda dazu. So lange hat es. Nein, wir sind nicht weit gegangen. Wir sind vielleicht, wie lange sind wir unterwegs? 10 Minuten, nicht ganz. Und sind schon an der Werdenfelser Hütte hier angekommen. Ruine ist dort. Da gibt es noch hier unten daneben ein paar Schafe, die da rumlaufen. Und da ist Ruine. So eine hübsche Hütte. So, wir sind jetzt an der Ruine angekommen. Geht da oben los. Hier seitlich ist nochmal die Werdenfelser Hütte. An. Die fühlen sich ja pudelwohl. Das Schönste an Ruinen ist doch, dass die größtenteils alle auf dem Berg stehen. Guck mal, hier wird noch gebaut. Ja.
Ja, hier an der Burgruine Werdenfels besteht natürlich die Möglichkeit, einen Geocache zu finden. So, schauen wir rein, tragen wir uns ein und dann wird er wieder sehr, sehr gut versteckt. Er ist etwas außerhalb. Schaut mal, wir haben hier einen richtig schönen Wandercache gefunden. Der ist total süß, die Kinder hätten ihn am liebsten gehabt. Aber da haben wir gesagt, nein, das geht nicht. Dieser Cache ist ein Wandercache, der muss wandern. So, ihr Lieben, wir befinden uns jetzt schon wieder auf dem Rückweg. Hier geht's hoch zum Parkplatz. Aber wir möchten natürlich noch einen zweiten Geocache finden. Also, ja, hier ist der zweite Geocache, den wir auf unserer Wanderung entdecken, finden und gefunden haben. So, das muss doch irgendeine Art Rätsel sein da. Kann man das jetzt erkennen? So, jetzt das ist irgendeine Art Rätsel in diesem Geocache. Also ich verstehe es nicht. Aber wer weiß, wie das funktioniert, der kann das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. So, wir sind jetzt hier wieder zu diesem Eingang von diesem Lehrpfad. Das war das erste, was wir gesehen hatten. Und ja, hier unten ist ja diese Kreuzung, wo wir vor uns lang gegangen sind. Und jetzt wollen wir mal probieren, ob wir hier, weil wir müssen ja höher. Ja, mache ich. Ich stolpere nicht drüber. Okay, das ist sehr nett von euch. Ob wir hier vielleicht querfeldein zu diesem See kommen. Sonst müssten wir nämlich jetzt zum Parkplatz zurück. Und von da aus, ja, soll es ja eigentlich noch 5 Minuten sein. Jetzt sind wir mal gespannt, ob das hier mal so eben klappt. Oder ob wir uns im Wald verirren. So, wir sind hier richtig. Dies ist der Fußweg zum Pflegersee. Und ein kleines Mädchen. Und ein kleines Mädchen. Und natürlich haben wir gelernt, dass der Lehrpfad uns gelehrt hat, dass man auch auf diesem Wege zum Parkplatz kommt. Der ist auch bloß ein paar Meter hinter uns. Aber wir gehen jetzt mal diesen Fußweg zum Pflegersee. Los geht's. So, wir nähern uns schon dieser Sache, die wir erreichen möchten. Hier ist nämlich schon der Parkplatz dafür. Da steht schon ein großes Schild. Ach, und hier stehen jetzt die Minuten dran. Da unten haben sie sie frecherweise weggelassen. Echt jetzt? Ach so, aber nur runterwärts. Okay. Du siehst, da hätten wir auch hingehen können. Okay. Gut, dann hätten wir hier gleich mal eine schöne Umgebungskarte. Hier ist halt Garmisch. Und wir befinden uns hier. Oh Mann, schon wieder. Der dritte Geocache an einem Tag, das ist ja nicht zum Aushalten. Und wir haben gerade die Ruine Werdenfels hier besucht. Ja, und jetzt gucken wir hier an die Restauration. Die interessiert den Papa. So, da ist diese tolle Hütten. Und hier ist noch ein schöner See dran. Und man... Boah, was ist das denn für ein Fisch? Gucken wir den vor. Boah! Ja, das sind aber mal ordentlich große Fische. So, wo war ich? Ja, Leute, hier ist dieses besagte Restaurant, was den Papa interessiert. Schön gelegen an einem See. Und da gibt es auch ein Strandbad. Hier drüben. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Glas. Zumindest der Aufdruck. Ja, das Glas ist ja jetzt mal dahin, aber der Aufdruck ist sehr schön. Mal gucken, wie die Ausbeute des Essens wird. So, das muss man jetzt aber einfach wirklich mal gezeigt haben. Also, was habe ich noch nicht gesehen? Mit deinem Tierchen. Ja, aber in diesem kleinen, ne? Also, das ist ja echt klasse. Eine kleine Fritteuse, ja. Ja, super. So, schaut es hier aus. Wunderbar. Man hat uns schon ein Herz gelegt, ne? So einen tollen Kaiserschmarrn haben wir noch nie gegessen. Wenn man gut dann bestellt hat. Ja, wir haben es uns wirklich gut schmecken lassen. Das ist, kann man wirklich sehr empfehlen, dieses Restaurant. Das war alles wirklich, das sah nicht nur lecker aus, das hat auch wirklich sehr, sehr lecker geschmeckt. Ja, und damit ist für uns die kleine Wanderung beendet. Wir gehen jetzt noch zurück zum Auto. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.